Santa Claus is coming tomorrow, not today, aber so moin, guckt euch das mal an. 25 Gigawatt in der Prognose für Weihnachten. Wind, was sonst, ist die Windvorschau. Am Montag geplant 35 Gigawatt. Mittwoch, Vorschau, noch höher, hier. Das sieht nach einem Sturm aus, 45 Gigawatt. So, was hat das zur Folge? Das ist ja ganz klar, wenn man sich das hier einmal anschaut. Das hat zur Folge, dass erstmal, weil der Bedarf ist ja gar nicht da. Ich kann euch den Bedarf auch noch zeigen, der ist hier. Hier ist Weihnachten, der Bedarf geht hier schlagartig nach unten runter. Hier. Und weil so viel Wind kommt, hier und hier, deswegen können wir gleich mal reinschauen in Stromfehltagebuch, wie das vorwärts geht. Weihnachten 16 Cent, 13 Cent, hier nachts 3 Cent. Kann ich meinen Batteriespeicher schön laden, wenn es doch nur gehen würde. Vielleicht brauche ich da ein Modbus-Modul und kann den Speichermanager ansprechen, wenn der Preis niedrig ist. Kann ich das machen über die Loxone vielleicht. Die empfängt ja von uns die Preise. So. Und wie geht das nun weiter? Dann schauen wir mal ins Stromfehltagebuch. So, hier unten ist er. Da 45 Tage Vorschau. So geht das hier weiter. Da ist der Windberg. 40 Gigawatt. Da hinten noch einmal für den ersten. Alles Prognosen. Aber deswegen bis zum 1.1. lohnt es sich kaum. Hier, hier, 45 Tage Vorschau. Wer eine Demo-Version haben möchte von diesem schönen Programm, bitte einmal melden beim Weihnachtsmann. Da unten die Temperaturen. So geht das weiter. Und der Gaspreis ist auch im Keller. 8,9 Cent. So sieht das aus, meine Lieben. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn. Fröhliche Weihnachten. Ich will mal gucken, ob wir die Wärmepumpe hier sehen können. Ich habe die Stromaufnahme von der Wärmepumpe jetzt mit reingenommen. Gucken, ob ich die gleich finde. Hier. Ja. Die gibt ein ganz schreckliches Bild ab, unsere Wärmepumpe hier. Guck dir das mal an hier. Die taktet andauernd. Als ob ich beim Autofahren so Gas gebe. Daikin Wärmepumpe, nichts von Regelungstechnik gehört. Eine einzige Katastrophe. Das verfolgen wir bis nach Silvester weiter. Dann baue ich die Messung wieder ab. Oder es kommt eine feste Messung da rein, damit wir diesem Elend hier Einhalt gebieten. Fröhliche Weihnachten. So sieht das aus. Tschüss.